Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2. Jawohl, es geht los. Der Download wurde soeben beendet. Und wir haben genau 0 Uhr und 1 sogar. Heute ist der 17.11. Und natürlich, es gibt Leute, die es schon vorhaben, aber ich habe halt die normale Edition. Und deswegen kam es heute Nacht raus und deswegen bin ich gleich am Start. Ich habe noch keine Ahnung, was hier überhaupt los ist. Wir haben hier unten, also erstmal die Menüführung oben. Es gibt Home, es gibt Spiele, Kämpfe, Multiplayer, Arcade, 1 bis 2, Splitscreen. Also das heißt, ich könnte sogar zu zweit mit einem Kumpel spielen. Das wäre auch nicht schlecht. Warte, was war denn jetzt noch? Warte, zurück. Zurück! Nein! Deine Sammlung. Zurück. Kampagne alleine und Multiplayer 8 bis 40 Spieler. So wie beim alten, auch beim ersten Teil. So, Sammlung. Wir haben hier den Boba Fett und 1000 andere Gestalten, die bei einer gewissen Anzahl aufhören. Angreifer. Schwer. Offizier. Offizier ist natürlich auch geil. Special. My Lord. Krass. Die Jäger. Die Bomber. Das ist cool. Man sieht auch schon, man hat wahrscheinlich schon einiges gesehen, aber man sieht auch schon, es ist hier Darth Maul ist es drin, Darth Vader ist drin und Kylo Ren. Kylo Ren hieß der tatsächlich so? Ich weiß das nicht mehr. Also es sind tatsächlich alle drei drin. Das bedeutet, wir spielen natürlich mit allen drei Episoden. Oder besser gesagt, mit allen 9 schon. Han Solo. Die Lea. Und der Luke. Ja. Karriere. Zeitliche begrenzt. Was? Zeitlich begrenzt? Was? Warum? Herausforderung. Was ist, wenn ich da draufklicke? Jägerass. Okay. Das sind wahrscheinlich wieder, ja gut, das sind wahrscheinlich wieder so Bonus-Dinger, die man freischalten kann. Steuerung. Lassen wir mal so, wie es ist. Gameplay. Ja, da wird man nicht viel verändern. Lass mal wieder Third Person, aber das ist, ich vermute, das ist genauso wie bei Battlefront 1. Mitwirkende, auch immer sehr interessant. Natürlich mit der Star Wars Musik dazu. Spiel haben wir schon durch, wunderbar, läuft alles bestens, sehr gut. Okay, wir wollen nicht so viel, weil natürlich auch Musik und so ist immer wieder schönes Zeug dabei. Ja, ich will da jetzt echt nicht viel verändern, weil wer weiß, was nachher alles kaputt ist. Audio bleibt auch erstmal so, wie es ist. Ich hoffe, dass die Lautstärke dementsprechend anpasst. Und EA-Kondo müsste nicht angemeldet sein, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel erst gestartet. So. Wir sind zurück auf dem Home-Bildschirm. Willkommen bei Battlefront 2. Was sind Sternenkarten? Das haben wir beim letzten Mal schon rausgefunden. Das sind diese komischen Dinger da. Teste dein Training. Wir werden erstmal willkommen bei Battlefront 2. Suche nach galaktischer Angriff, ja, doch. Das heißt, wir spielen online jetzt. Alter, das ist der neue Planet. Das ist der von der ganz große Todesstern, der neue große. Ist das da unten der Ladebildschirm oder ist es einfach nur eine Frequenz? Dann wäre es cool, weil dann sieht man zumindest die Ladezeit. Ich werde dieses Let's Play natürlich nicht alleine machen, zumindest vorerst noch nicht. Oder... Vorerst werde ich das Let's Play natürlich alleine machen, später wiederum nicht. Der Kevin wird wahrscheinlich mit dabei sein und der gute Flo wird auch wieder mit dabei sein. Hat er schon angekündigt. Aber für die Kampagne, wie man ja gesehen hat, ein Spieler, wird es leider bloß alleine sein. Aber im Multiplayer sind sie natürlich wieder dann voll und ganz dabei. So, wann haben wir? Wir haben die Angreifer, wir haben... Oh, können wir da tatsächlich Leute auswählen? Angriff, schwer, Offizier, der wahrscheinlich nichts machen kann. Und Specialist. Okay, wir nehmen... Die sieht sehr weiblich aus. Wir nehmen den schweren Trooper. Hallo Leute, wie geht's? Zellenblock zu öffnen. Dazu müssen Sie die Zellentüren und das innere Tor überbrücken. Sie dürfen Ihre Leute nicht befreien. Ist das klar? Jawohl. Alles klar. Okay, rennen. Wieder mit dem L1-Knopf, L3-Knopf reindrücken. Anvisieren. Und wahrscheinlich schießen mit den unteren Schultertasten. Gut. Ein Spezialagent ist eingetroffen. Rennt euch einfach nur hinterher, gell? Ich habe keine Ahnung. Springen mit X. Renn mal durch hier. Yoda. Ich muss ja nicht nachladen, das fällt mir immer auf. Schwer. Sie greift noch die Zellensteuerung zu. Los. Da rennt was. Ich werfe Granate! Widerstand an der Zellensteuerung! Sie wollen Zugriff! Niemand! Wer ist das? Ich will auch mal einen töten. Leiste Feuerschutz! Jetzt geht's ab. Oh. Alles klar. Die Zellentüren öffnen sich. Jetzt ist nur noch das innere Tor der Gefangenen im Weg. Okay. Die Dinge jetzt hat mich getötet. Ach, ich kann wieder auswählen, was ich nehme. Das Kabel stört mich irgendwie so ein bisschen. Ach so, wenn tot, dann tot, oder? Feind an der Torsteuerung. Überbrückung geortet. Lass mich mal durch hier. Das kriegt mal alles hin. Oh, das kriegen wir nicht hin. Das ist der Kleine. Lol. Leidet. Was hat gepusht zu mir? Lol, Entschuldigung. Ach, komm, geh hoch. Nein. Ach man. So können wir zumindest mal alle durchprobieren. Specialist. Die Frage ist, sterben da immer alle? Also geht es nur, wenn alle sterben? Wie viele Spieler sind wir denn? Das sind ja mehr als 4. Oh. Okay, das war's. Niederlage. Aber nein, unmöglich. Hässliches Schiff. So breit. Bin ich denn? Nein, ich bin nicht mit dabei. Alles klar. Schade. Naja, ich bin ja neu und da gibt es Leute, die spielen da schon länger. Okay. Das heißt also, das ist einfach nur so ein bisschen Rumgeplänkel. Kann man auch gut Punkte machen, sehr schön. Die Ladezeiten sind immer noch sehr lang, muss ich sagen. Für das ich es ja eigentlich auch als Download auf der PlayStation sogar habe. Dauert es trotzdem recht lang. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber recht lustig, der Todesstern da oben im Eck, der sich immer abbaut und aufbaut. Na, bau dich auf. Lol, die Ladezeiten, ernsthaft. Oha. Hol dir deine Belohnung. Auf Karriere kann ich mir meine Belohnung holen. Belohnung? Aha, Belohnung abholen. Cool. Naja, haben wir jetzt auch schon eine gemacht. Toll. Von 27. Sehr schön. Sieh dir das Video an. Was sind Sternenkarten? Schauen wir natürlich kurz an. Welcome to the Star Wars Battlefront 2 Star Card Tutorial. Star Cards are powerful collectibles that you equip to characters to change their loadouts. Unlike the previous game, Star Cards now customize more than just troopers. You can equip them to vehicles, special units, and heroes as well. Use them to change your tactics mid-game, upgrade your favorite abilities, or experiment with deadly combos. There are two types of Star Cards. Boost cards modify existing abilities or provide a passive bonus in combat. For instance, the Harsh Pull card for Kylo Ren adds damage to his pull ability. Next, we have ability cards, which swap abilities for entirely new ones. For instance, do you prefer your heavy troopers to carry impact grenades or detonite charges? Careful selection can change your entire playstyle. Now let's get your first Star Cards and equip them. As you play the game, both in arcade and multiplayer, you'll earn credits. Head to the crate store found on the home screen. Here, you can redeem those credits to open crates. Once you've earned a Star Card, head to your collection to equip it. The yellow highlight indicates new items to check out. Each character and class starts with just one Star Card slot. As you collect more cards for each unit, you'll unlock a total of 3. Choose the right loadout for the right situation, and get ready to fight. In battle, the active abilities you've equipped appear in the bottom right. Trigger them using the L1, R1, and L1 plus R1 buttons. If you change your mind mid-battle, don't worry. You can always swap out Star Cards by pressing the square button on the spawn screen. Try them out, and pick the right combo for you. Each Star Card comes in 4 rarities. The higher the tier, the more powerful its effect in battle. Common, uncommon, and rare cards can be found in loot crates. The highest epic tier, however, can only be earned through playing the game. This is where crafting comes in. Using crafting cards, you can create the Star Cards you want from scratch, or upgrade your favorites. But collecting crafting parts alone isn't enough. First, you'll need to rank up in order to craft the next tier of Star Cards. Ranking up can only be done by playing the game. The Star Card system is easy to pick up, but game-changing once it's mastered. With over 300 cards to collect and upgrade at launch, and even more introduced free through live service, you have the freedom to make the game truly your own. Start your Star Card collection today, and may the Force be with you. Geil, muss ich sagen. Nicht schlecht. Das sind also die Dinger hier unten. Auswählen. Da haben wir also tatsächlich schon welche wegen Vorbesteller-Dingens? Das ist ja geil. Und welchen nehmen wir jetzt? Hm. Überraschung. Ja, schnelle Ausrüstung natürlich. Dann nehmen wir den ersten Slot natürlich, klar. Okay, die anderen muss man noch freischalten mit Stufe 5 und Stufe 10. Das kriegen wir aber auch noch hin. Halt, habe ich das jetzt ausgerüstet? Ja. Fähigkeiten, Details. Genau, und dieser Dingens ist mit diesen oberen zwei Schultertasten mit L und R1. Den haben wir ja vorhin mit dem einen Soldaten gemacht, wo er die Gatling ausgepackt hat. Okay. Haben wir denn noch mehr? Jedi-Ausbildung. Yoda. Yoda, ihr sucht Yoda. Schnellausrüstung. Na cool, dann haben wir Yoda auch schon mal. Ray. Ich kann auf mich aufpassen. Aha, da haben wir sogar... Ach, wir haben Punkte jetzt bekommen, so wie es aussieht. Level. Und was haben wir hier noch? Ray. Ich bin Ray. Ich bin Schatzsammlerin. Echt? Hatten wir doch gerade eben. Okay, verballern wir natürlich auch nochmal hier rein. So. Das heißt, hier haben wir jetzt alle. Ach, das sind jetzt... Ach, tatsächlich, guck mal. Wir haben... Na dann zeig mal. Die dunkle Seite. Die dunkle Seite. Aha, wir haben hier gleich zwei Slots. Guck mal. Wir nehmen dich auch noch mit, mein Freund. Dann haben wir die zweite Karte. Nochmal. Ach, das war die. Ah, dann hat sich das Spiel gerade eben vorgespoilert. Karte Nummer 3. Sein Schiff. Dem Fifth sein Schiff. Und die Nummer 4. Bloß den Skin dazu. Newsletter, Packlist. Ah, plus 1. Ach, das sind die ganzen Vogelbesteller-Dinger, was ich jetzt hatte. Ach, geil. Nicht die Droiden. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Ob man das wieder als Dingens, als Ruf einbauen kann? Tägliche Anmeldekiste. Aha. So kann man natürlich seine Fans auch zum täglichen Einloggen zwingen. Okay, schon mal 5 so Punkte. Und Credits 125. Haben wir auch bekommen. Sehr gut. So, dann haben wir noch die Trooper-Kiste, die ich nicht aufmachen kann, weil die muss man mit Credits kaufen. Okay. Machen wir jetzt nicht. Mehr Kisten erhalten. So, jetzt haben wir das und das. Und dann teste dein Training.